berichtet. Manches ging so, manches war unterirdisch, aber zumindest ein Artikel war richtig gut. Er berichtet vom Niedergang der SPD im Brennglas von Cottbus. Der Artikel beginnt wie folgt. Nils Ullmann betritt mit einer schwarzen Ledermappe unter dem Arm die Zentrale der Cottbuser SPD. Er hat sich akribisch vorbereitet auf das Gespräch mit seinem Bundestagsabgeordneten Ulrich Frese. Es ist Bürgersprechstunde und Herr Ullmann will mal ein paar Dinge loswerden. Er setzt sich an den Konferenztisch unter Neonlampen, räuspert sich und redet nicht lange um die Sache herum. Mein Thema, sagt er zu dem Abgeordneten, ist die Sorge um die selbstverschuldete Abschaffung unseres Landes. Der Artikel endet. Herr Frese sagt, Ullmann sei nicht zu helfen. Er lese offenbar zu viele rechte Medien. Die Flüchtlinge seien nun wirklich kein Megaproblem in der Region. Alles klar, Herr Frese. Wir freuen uns auf Nils Ullmann aus Lübbenau. Ja, ich grüße alle Gleichgesinnten. Ich grüße Cottbus, meine alte Heimatstadt, meine Stadt, wo ich viele Jahre als Sportlehrer arbeiten konnte und die Stadt, in der ich vor 45 Jahren meine dunkelste Zeit erleben musste, in Stasihaft, weil ich einen ausreisewilligen oder fluchtwilligen Kollegen nicht verraten habe. Jeder gelernte DDR-Bürger weiß, das war damals meldepflichtig und man kam als Mittäter in Haft. Ja, weshalb habe ich mich heute bereit erklärt zu sprechen? Weil es ganz einfach nicht mehr reicht, zu Hause auf der Couch zu meckern oder im stillen Protest zu verharren, weil es nicht mehr reicht, wilde Briefe, Leserbriefe an die Lausitzer Rundschau oder andere Medien zu schicken und weil es eben nicht mehr reicht, seinen Dampf, seinen Frust im Internet mit zahllosen Kommentaren abzulassen. Der einzige Ort, wo wir Gehör finden, ist die Straße, ist der Marktplatz. Deshalb freue ich mich über alle, die hierher zu uns gekommen sind. Ja, was treibt mich um? Es ist ganz einfach die Sorge um dieses Land, was hier in den letzten 2,5 Jahren angerichtet wurde, das Unverständnis bei vielen, vielen Menschen hervorruft und die Hauptverantwortliche dafür wunderbar beschrieben in diesem tollen Buch. Da geht es nämlich um die plötzliche Öffnung der Grenze durch unsere einsame Kanzlerin, ihre einsame Entscheidung vom Herbst 2015. Mein Vorhalt an diese Frau Bundeskanzlerin ist, dass ihre vermeintliche humanitäre Flüchtlingspolitik voll zulasten der Sicherheit unserer Menschen geht, die diesen Wahnsinn mit ihrem Leben bezahlen mussten. Ich habe diesbezüglich mein Plakat vorbereitet. Wie viele Menschen neben den 12 Toten vom Weihnachtsmarkt ihr Leben für diesen Wahnsinn bisher opfern mussten. Und wenn ich an die Mia aus Kandel denke, ein bildhübsches 15-jähriges Mädel, dann grüßen wir natürlich von unserer Demo ganz, ganz herzlich die starken Frauen und Mütter, die in der Initiative Kandel ist überall in der letzten Woche am letzten Samstag demonstrierten. Unsere Probleme, die uns diese Regierung bescherte, fordert automatisch den Brechtschen Widerstand heraus. Denn der große Dichter und Denker Bert Brecht, der ja nur 60 Kilometer von hier in Buko seinen Lebensabend verbrachte, der
sprach einmal 1952 den weisen Satz: Wo Unrecht Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und Widerstand, genau. Widerstand, 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 Widerstand. Ich bin sehr, sehr stolz gewesen am Wahlabend der letzten Bundestagswahl, dass 6 Millionen Wähler, Bürger, kluge Bürger ihren Widerstand dadurch geleistet haben, dass sie erstens die Regierung mit -14% fürchterlich abgestraft haben und dass sie zweitens 6 Millionen Wähler ihr Kreuz bei der einzigen möglichen Alternative in diesem Land gemacht haben. Ich habe es nicht ausgesprochen, Gewalt ist die AfD. Und warum? Worauf ist das zurückzuführen? Bereits vor 800 Jahren vor Christus hat der ganz kluge und weise Dichter Homer in seiner Odysseus-Saga geschrieben und seinen Feldherren erklärt: Wenn du deinen Gegner nicht besiegen kannst, dann verbünde dich mit dessen Feind. Und folgerichtig sitzt Merkels Erzfeind als kompaniestarker Oppositionsführer heute im Bundestag. Und das ist eine ganz, ganz tolle und wichtige Sache, dass der Widerstand, unser aller Widerstand, dort Gehör findet, dass dort kluge Köpfe wie die Frau Dr. Weil, Alexander Gauland und andere Prominente unsere Interessen, die Interessen unseres Volkes wahrnehmen. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass es für mich, ich bin Jahrgang 50, also 68 Jahre alt, ganz, ganz viele Parallelen zur damaligen Stimmung von 1988, 1989 gab. Die Augenzeugin Frau Barber hat darüber berichtet. Und es ist uns damals gelungen, die alten verkalkten Greise und die Stalinschergen in friedlicher Form aus ihren Ämtern zu jagen. Und im nächsten Jahr feiern wir das 30-jährige Jubiläum dieser friedlichen Revolution. Ein toller Anlass, um auch einmal über den Abgang von Frau Dr. Merkel ernsthaft nachzudenken. Es wurde bereits gesagt, so, was sind die Hauptkritikpunkte an der angeblich humanitären Flüchtlingspolitik dieser Kanzlerin? Es ist erst einmal ein ganz, ganz grober Verstoß gegen unser eigenes Rechtssystem. Denn wir haben in Deutschland, ein gewaltiger Rechtsstaat, ganz klare, festgelegte Einreisebestimmungen, die für jedermann ohne Wenn und Aber gelten. Und da ist nie eine passlose Einreise vorgesehen. So etwas gibt es in unserem Recht nämlich nicht. Und trotzdem kommen Monat für Monat 60% der ca. 15.000 ohne Pass zu uns. Und das Problem, das dadurch entsteht, keine Behörde weiß, wie ist die wahre Identität, wie ist das richtige Alter. Wir werden von vorn bis hinten belogen und betrogen. Ein Beispiel: Ende März hat die Landesregierung Brandenburg einräumen müssen, dass von den zwangsweise 49 im Land Brandenburg überprüften minderjährigen Flüchtlingen, sogenannten minderjährigen Flüchtlingen, 41 bereits längst erwachsen waren. Das zeigt, wie groß der Betrug gerade in diesem Feld der vermeintlichen Minderjährigkeit ist. Zugleich muss man wissen, dass ein minderjähriger Flüchtling im Land Brandenburg im Haushalt mit 50.000 Euro pro Jahr veranschlagt ist. Davon können eure Kinder daheim wahrscheinlich nur träumen, von einer derartigen Summe. Wir fordern weiterhin, dass der zweite schwere Rechtsbruch in unserem Land
Deutschland hat eine klar geregelte gesetzliche Ausreisepflicht. Die gilt für jeden, der einen Ablehnungsbescheid bekommen hat, der muss laut Gesetz innerhalb von 30 Tagen unser Land wieder verlassen. Wir erleben aber Hunderttausende Dauerhierbleiber, nicht Ausreisegewillige, und die Behörden sehen sich das Ganze machtlos an. Das ist natürlich eine nicht hinnehmbare Rechtsunsicherheit. Und das Schlimme ist, diese nicht ausreisenden Menschen werden mit unseren Steuergeldern voll alimentiert, monatlich bezuschusst, und das ist eine Katastrophe. Abschieben! 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 Der Höhepunkt an Dummheit, den wir der Frau Merkel vorwerfen müssen, ist die Problematik, dass sie zwar wildfremde Menschen passlos einreisen lässt, aber diese Menschen wiederum ohne Pass nie wieder Deutschland verlassen dürfen, können oder müssen. Und genau deshalb kommen sie ja ohne Pass, weil sie aus diesem Merkels Phantasialand, aus diesem Sozialparadies nie wieder weg wollen. Das ist also, ganz Europa lacht über diesen Merkels Absurdistan, wird das genannt, über diesen Wahnsinn, Leute hier reinzulassen, und um ihnen dann zu sagen, ja, mein lieber Freund, wenn du keinen Pass hast, darfst du auch nicht ausreisen. So kann man sich die Welt auch zurechtdrehen. Die Merkels Flüchtlingspolitik hat natürlich nicht nur innerhalb unseres Landes für Ärger, Sorgen und reichlich viele Wut, Empörung und Widerstand gesorgt, sondern auch international eine Zerstrittenheit in Europa verursacht, die von Osteuropa inzwischen auch schon längst Österreich, Schweden und Dänemark, die sich schriftlich von der Migrationspolitik Europas verabschiedet haben, die nicht mehr bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, nachdem es in ihren Ländern zu den gleichen Übergriffen kam, wie wir sie ja aus unseren Städten leider kennenlernen mussten. Vergewaltigte Frauen oder, wie hier bei Marion steht, ermordete Mädchen, junge Männer. Zu jedem dieser Namen gehört ja eine Geschichte, ob das so der Matthias ist, ein Ingenieur aus Neubrandenburg, der bei Edeka in Hamburg einkaufen war und nicht mehr lebend nach Hause kam, weil er dort einfach von einem wilden Palästinenser abgestochen wurde. Oder da steht der Name Susanne, das ist die tolle Kastellanin vom Schloss Glienicke gewesen, 60 Jahre jung, geht durch den Tiergarten, das war ihr Lebensende. Denn für 5 Euro in der Tasche und einem alten Handy wurde sie dort einfach von einem 18-jährigen Tschetschenen abgestochen. Das ist Deutschlands Wirklichkeit, und dagegen muss man aufstehen, dagegen muss man das Wort ergreifen, denn das kann nicht so weitergehen. Und meine Liste ist noch völlig unvollständig. Inzwischen müsste schon wieder eine 34-jährige Mutti und ihre einjährige Tochter in Hamburg dazukommen, die vor 2 Tagen dort einfach in einer U-Bahn-Station vor hunderten Augenzeugen brutal abgestochen wurden. Das ist unser Deutschland im heutigen Alltag. Übrigens, in Polen. Widerstand! Nein, ich weiß nicht, wie das heißt. Widerstand! Vielleicht ist noch eine Information aus unserem Nachbarland aus Polen wichtig. Dort gab es eine tolle Umfrage bei den 35 Millionen Bürgern, die dort leben. Und sie haben entschieden, mehrheitlich, bevor wir uns von Brüssel muslimische Flüchtlinge aufzwingen lassen, Sie sehen ja, was in Deutschland passiert ist, treten wir als Polen lieber aus dieser EU nach englischen Formeln aus. Das ist die Mehrheitsmeinung in Polen, und damit ist natürlich die EU, Brüssel und der Herr Juncker und wie es alle heißt, natürlich mit ihrem Latein am Ende. Anderes Beispiel, anderes Nachbarland in Tschechien, der Herr Seemann, bekannter Präsident des Landes, ließ sich vor wenigen Monaten mit seinen 72 Jahren noch einmal wählen.
In 8 Jahren ist er dann 80, dann kann er aufhören. Mit dem Versprechen an sein Volk: Liebe Tschechen, wenn ihr mich wieder wählt, verspreche ich euch, in diesen 8 Jahren wird nie ein muslimischer Flüchtling unser Land betreten dürfen. Okay, es wollen noch andere sprechen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, freue mich sehr über die tolle und rege Teilnahme. Und unser Gruß, wie gesagt, geht nach Handel, geht nach Wurzen und in alle anderen Orte. Dankeschön.